Ja, herzlich willkommen bei diesem neuen FreeCAD-Tutorial. Hier soll es um die Erstellung einer Rendelmutter gehen. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass man nicht nur in den Design-Modi Part Design und Part herummachen sollte, sondern auch mal andere ausprobieren sollte, beziehungsweise auch muss, wenn man gewisse Ergebnisse erreichen will. Okay, fangen wir kurz an. Ich erzeuge eine neue Datei in FreeCAD. Das ruhig im Part Design. Dann fügen wir eine neue Zeichnung hinzu. Das ist in der XY-Ebene auf der Ebene 0. Dann wird ein Kreis erzeugt, der in die, genau in die Mitte dorthin, der bekommt einen bestimmten Radius. Und zwar der soll sein 16 mm. Das gibt eine relativ große Rendelmutter. Dann geht es weiter. Diese Rendelmutter bekommt eine Bohrung, wo die M3-Schraube durchläuft. Die ist 1,7 mm groß. Erste Zeichnung fertig. Die wird aufgepolstert, wie man das so kennt. Dann machen wir das nur 2 mm dick. Bei der Eingabe von Zahlen muss man wirklich aufpassen. Da ist das Programm sehr übel zu bedienen und da kann man sich schnell vertun. Bei solchen Sachen ist das nicht schlimm, da kann man was ändern, aber wenn es um Kopieren von Objekten geht in der Anzahl, dann kann man schon mal das Programm auch zum Absturz bringen, weil es halt Zahleneingaben nicht so nimmt, wie ein normales Programm das tun sollte. So, wir haben markieren diese obere Kante hier, dann erzeugen wir hier wieder eine Zeichnung, dann geht es weiter, wieder genau denselben Kreis in die Mitte, der kriegt auch den Radius von 16, dort rein wird jetzt nicht kein Kreis gezeichnet, sondern ein Sechseck, das kann man hier einstellen, was will man machen, Sechseck, das nehmen wir jetzt, wird auch in die Mitte reingesetzt, das zeichnen wir so, ein bisschen reinzoomen. Diese Kante, die soll waagerecht sein und der Abstand von diesem Punkt zu dieser Kante, der soll sein 5,8 mm. Dann erzeugt man so eine Tasche, wo hinterher die Mutter reingelegt werden kann. Und dann sind wir mit der Zeichnung schon fertig. Auch die wird aufgepolstert. Das wird eine Höhe von 3 mm. Und weiter geht's. Die nächste Zeichnung. Da erzeugen wir jetzt wieder einen Kreis. Wie soll es auch anders sein? Der wird auch wieder genau mittig gelegt. Den machen wir jetzt ein bisschen kleiner. Radius, dann machen wir 14. Und auch wieder diese Bohrung hier innen rein. Und die Bohrung kriegt den Durchmesser von 1,7, wie man das so kennt. Aufpolstern, das Ganze also schließen, aufpolstern, 10 mm in dem Fall korrekt. Okay, so, dann machen wir hier oben noch eine Phase dran, einmal da eine Phase und auch hier machen wir der Schönheit halber, das muss man erstmal bestätigen und auch da machen wir eine Phase und okay, so, Rendelmutter sieht schon mal aus, da weiß man, was das ist, so ein Knopf. Jetzt möchte ich aber hier eben diese Rändel dran haben, dass man das gut mit den Fingern greifen kann. Und das ist jetzt nicht ganz so einfach. Das heißt, wir gehen in die Aufsicht. Können wir ruhig schon mal so ein bisschen schieben, wie wir es brauchen. Da unten möchte ich was hinkonstruieren. Und zwar, das machen wir weiterhin erstmal im Part-Design-Modus, aber wir konstruieren nicht auf das Objekt, sondern erzeugen eine neue Zeichnung, die davon unabhängig ist, in der XY-Ebene. Höhe ist 15 mm, das heißt, genau die Höhe, die wir da erzeugt haben, 10, unten 2 plus 3 sind 15. Ach, das setzt ja mal da neu, dann müssen wir das hier wieder schieben. Da unten möchte ich die Zeichnung reinmachen, erzeuge ich mit dieser Funktion hier. Ich mache das jetzt absichtlich nicht waagerecht und senkrecht, weil ich die dort nicht gebrauchen kann. So, und dahin. So, dann
wird das und das wird symmetrisch dazu. Und der und der symmetrisch dazu. Jetzt schieben wir das erstmal so ein bisschen zurecht. Der kommt dahin, der kommt dahin. Und dann können wir Breiten setzen 0,8. Und da machen wir mal eine 1. Das ist das Objekt, das hier unten. Das können wir noch ein bisschen kleiner machen. 0,7. Und aus dieser Zeichnung erzeuge ich jetzt wieder ein 3D-Objekt durch Aufpolstern, aber in die andere Richtung, und die Höhe soll auch nur 8 sein. So, jetzt kann man sich das schon vorstellen. Und jetzt kommt der Part, wo wir den Designmodus ändern. Wir können das ruhig in der Aufsicht machen, muss man aber eigentlich gar nicht. Wir wechseln in den Draft-Modus. Und hier mit selektiertem Pad haben wir hier diese Funktion, die nennt sich erstellt eine polare oder rechtwinklige Anordnung des ausgewählten Objekts. Das wählen wir aus. Das Ganze nennt sich Array. Kann sehen, darunter ist immer noch der Pad und die Zeichnung. Und hier wählen wir jetzt als Typ des Arrays aus Polar. Hier eine 0, da eine 0 und auch bei Z eine 0. Und bei der polaren Nummer, da wählen wir einfach mal eine 30. So, jetzt sieht man, da haben wir das Teil 30 mal darum gedreht. Das ist ein bisschen wenig. Da machen wir mal eine 80. Gucken, das ist ein bisschen dicht, obwohl es könnte passen. Aber das Schöne ist, wir gehen jetzt wieder in die Aufsicht, können die Zeichnung hier entsprechend aufrufen. Dann sehen wir, das hier ist ein bisschen zu breit. Machen wir 0,8. Und das da, das kann noch ein bisschen schmaler. 0,6. Dann wird das ein bisschen breiter hier. So. Okay, jetzt kann man sich vorstellen, was ich mache. Ich gehe her, schließe jetzt diese Bearbeitung und jetzt wechseln wir wieder den Bearbeitungsmodus. In den Modus Part gehen wir. Es wird selektiert die Mutter, das Array, und dann wird diese Funktion genommen, die heißt schneide zwei Formen. Differenz finde ich da wesentlich angebrachter. Da hat er jetzt ein bisschen was zu tun. Und schon ist die Rendelmutter fertig. Wir können uns das von oben angucken. Ich finde das viel zu stark da reingeschnitten. Und das ist das Schöne jetzt. Es ist immer noch parametrisch. Das heißt, die Zeichnung ist immer noch aufrufbar. Und jetzt geht man einfach her, nimmt diesen und fährt den. Ich sage so dorthin, dann wieder ein wenig warten, und jetzt sieht die Rendelmutter so aus. Und jetzt kann man wieder denken, okay, wir arbeiten noch was mit den Breiten. Ich möchte noch mehr Unterteilung haben, nicht 80, sondern 100, das sollte ein Spaler machen. Da kann man jetzt beliebig nacharbeiten. Und ich sage aber, das Teil ist jetzt fertig. Ich kann das jetzt einfach speichern unter... Das Ding heißt jetzt Rendelmutter. Dann können wir es exportieren. Was man da immer gut machen sollte, das ist, dass man das selektiert, dann im Part-Modus auf Formteil Form aufbereiten. Dann wird eine neue Version davon erstellt, die gewisse Nacharbeiten hat. Das kann man jetzt auch noch umbenennen in Rendelmutter und Datei speichern. So, das wird jetzt exportiert, STRG E. Hier
geht man auf STL und da haben wir schon eine Datei-Rendel-Mutter. Ich überschreibe die. Soll die überschrieben werden? Ja, bitte. So, Rendel-Mutter in FreeCAD sind wir soweit durch. Jetzt geht's an die anderen Programme. Ich gehe erstmal in Slicer, das ist bei mir KISS-Slicer. Dort öffne ich die Rendel-Mutter, die wir gerade erstellt haben. Da ist sie. Dann gehe ich in die Einstellungen. Kann man kurz gucken. Standardeinstellung 0,4 mm Extrusionsbreite. Dann Anzahl der Loops 3 Stück. Das Ding hat 20% Füllung. Da können wir mal auf 25% gehen. So, der Perimeter wird zuerst gezeichnet. Das heißt, das gibt die besten. Die Größe wird am besten wiedergegeben, aber für Überhänge ist es nicht gut geeignet. Haben wir hier aber nichts mit zu tun mit Überhängen. Und soweit gut. Kein Support ist unnötig. Material ist das ganz normale Material. Das heißt bei mir mindestens 15 Sekunden pro Layer, sonst wird der Druck eben entsprechend verlangsamt. Jo, dann nehmen wir das und slicen das Ganze. Fertig ist die Laube. Wir können das speichern unter Rendel-Mutter. Wir können uns das aber mal eben hier angucken. Und zwar, das ist das Teil. Und da kann ich jetzt mit der Cursor-Taste den Druck mir so anschauen. Und wenn wir da ein bisschen reinzoomen, dann sieht man hier, da fängt diese Muttertasche an. Hier unten, da sieht man auf welcher Höhe. Wir sind jetzt auf 2,3 mm. Dann geht man weiter, weiter, weiter. Da wird sie zugemacht. Also bei 5,05 ist die Tasche noch offen. Das merkt man sich. Vielleicht nimmt man 4,8. Ein Layer drunter. Wählen wir ruhig 4,8. Das merken. 4,8. Gespeichert haben wir das Teil schon. Wir können in die Software wechseln, die das zum Drucker schickt. Wir öffnen die Datei Rendel-Mutter G-Code. Hat ja ein bisschen was zu tun. Und dann gibt es bei Tools das Tool Bearbeiten. Das kann man sich ruhig ein bisschen größer machen. So, wir haben 4,8 als Wert gehabt. Das heißt, wir gucken mal, wie ein Layer hier bei diesem Programm anfängt. Das ist alles noch Kommentar, Kommentar, Kommentar. So, da werden die Standardparameter eingestellt. So, Purge für uns. G1, G1. So, Z. G1, XY und dann ist hier Z. Okay. Prime Pillar Pass. Das ist der erste. Der String Merchant Pass. Perimeter Pass. Okay. Wir suchen nach Perimeter Pass. Wir suchen Z. 4,8. Machen wir das. Hier oben über Find. Wir suchen Z4.8. Findet er nicht. Warum nicht? Da stimmt was nicht. Da musst du da einmal reinklicken. So, jetzt müssen wir gucken, wo ist denn hier, wo hat das gefunden? Da, Post Layer Lift. Das ist es eigentlich nicht, wo wir hin wollen. Z4.8.
Perimeterpass 4.2. Da sind wir bei Z4.55. Z4.8. Z4.8. Das ist immer noch Z485. Z4.8. So, noch mal gucken, wo war das? Da muss ich ja irgendwo sein. G1. 4. Solid Pass 4.55 Z8 Find Z4.8 Z4.8. So, das sieht schon besser aus. Perimeterpass. So. Da fährt er auf Z4.8. Das heißt, vor diesem Pfad fügen wir jetzt etwas ein. Und zwar ruhig da. Dafür habe ich hier eine Webseite aufgemacht. Da findet man einen Befehl, der heißt M600 Filament Change Pause, und das tippt man jetzt einfach dort ein. Also M600, dann X- und Y-Position, die können wir eigentlich leer lassen. Ne, können wir nicht. Y200 E0 L0, er soll mit dem Filament soll er gar nichts machen. E0 L0. Da noch mal okay, und machen wir ruhig an der Stelle da rein, da ein Semikolon, da ein Semikolon. Das wird jetzt gespeichert. Das können wir hier machen, und dann gehen wir wieder in Pontaface. Und jetzt können wir das drucken. Was macht das Teil jetzt? Der druckt jetzt genau bis zur bevor er den, die Höhe 4,8 mm erreicht, fährt er den Wagen, den Tisch raus bei meinem Prusa, und dann können wir da die Mutter einlegen. Dann können wir auf dem Display den Knopf drücken, dass es weitergehen soll, und dann druckt er genauso weiter, als wenn nichts passiert wäre. Und ich drucke diese Mutter in diese Rändelmutter ein. Wenn die abgeschlossen ist, habe ich eine fertige Rändelmutter mit einem Metallgewinde drin, und das soll auch schon das Tutorial hier gewesen sein, und ich hoffe, das hilft euch weiter bei FreeCAD und auch beim 3D-Drucken mit Einlegen von Metallteilen. Okay, alles klar. Viel Spaß. Tschüss.